herzlich willkommen zu unserer Ringvorlesung. Am Anfang stelle ich immer die obligatorische Frage, was sind für Sie gesellschaftliche Innovationen? Ja, gesellschaftliche Innovationen kombinieren Altbekanntes zu etwas Neuem und lösen damit hoffentlich auch gesellschaftliche Probleme. Wieso laienhaft? Sie sind doch eigentlich selber total engagiert im gesellschaftlich-sozialen Bereich. Das Problem ist, ich bin Praktiker und beschäftige mich nicht, also ich habe einfach nicht genug Zeit, mich mit Definitionen und Theorien und so weiter zu beschäftigen. Auch so die Frage, ist das jetzt eigentlich Social Entrepreneurship oder Social Business, was wir machen? Ich bin da immer so ganz vorsichtig, weil da gibt es ganz, ich bin Jurist vom Hintergrund und da gibt es ganz genaue Wortbedeutungen, die sich mir aber teilweise noch nicht erschließen. Und deswegen bin ich bei sowas immer sehr zurückhaltend. Ja, Teach First Deutschland ist eine gemeinnützige Bildungsinitiative, die sich mehr Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungswesen zum Ziel gesetzt hat. Und wir möchten das erreichen, indem wir mehr Leute mit der Problematik, die wir in unserem Bildungssystem der Chancenungerechtigkeit haben, für dieses Problem sensibilisieren. Ganz konkret tun wir das, indem wir herausragende Hochschulabsolventinnen und Absolventen aller Studienrichtungen für einen 2-jährigen Einsatz an einer Schule in einem herausfordernden Umfeld begeistern, sie trainieren dafür, währenddessen begleiten. Und die Idee ist, dass in dieser Zeit, in den 2 Jahren, diese Fellows, wie wir sie nennen, einen entscheidenden Unterschied machen für ihre Schülerinnen und Schüler. Damit wären wir im deutschen Bildungswesen, selbst wenn wir Tausende von Fellows hätten, wahrscheinlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Idee ist, dass diese Fellows durch die 2 Jahre so geprägt werden, dass sie sich in ihrem späteren Lebensweg weiter für das Thema Chancengerechtigkeit engagieren und sich kenntnisreicher engagieren können, als wenn sie diese erste Handerfahrung nicht gemacht hätten. Sie sind Jurist, wie Sie selber sagen. Wie kam es dazu, dass Sie in das Programm eingestiegen sind? Also ich hatte immer schon von einem Schwesterprogramm in den USA, Teach for America, gehört, fand das eine tolle Idee und war mir allerdings auch genauso sicher, ich war Unternehmensberater, sowas wird in Deutschland nie funktionieren. Und als ich dann von einem Kollegen angesprochen wurde und hörte, dass sich in Deutschland einige Leute damit beschäftigen, ob man so etwas eigentlich auch in Deutschland machen könnte, war meine Antwort natürlich dieselbe, woraufhin mir dann aber mein Gesprächspartner entgegnete, ja, dachten wir auch erst, dass es nicht klappt, aber vielleicht könnte es doch klappen. Und es hat wohl 5 Minuten gedauert und dann habe ich gesagt, also für sowas würde ich auch sofort meinen Job kündigen. Ich bin persönlich davon überzeugt, das Thema Chancenungerechtigkeit ist eines der größten Probleme, vor denen unsere Gesellschaft eigentlich jetzt schon steht, aber spätestens in 5, 10 Jahren wirklich stehen wird. Und ich möchte mich einfach engagieren, da etwas gegen zu tun. Haben Sie selber mal eine Unterrichtsstunde gehalten? Ja, selbstverständlich. Also wir haben das natürlich am Anfang zur Vorbereitung gemacht. Es war eine Geografiestunde. Es ging um den Sambesi. Ich habe da gemerkt, dass, obwohl ich ein sehr guter Erdkundeschüler war, ich hatte keine Ahnung, wo der Sambesi langlief. Ich habe da aber allerdings gemerkt, dass es in diesen Schulklassen nicht nur auf das konkrete Fachwissen ankommt, also wo läuft jetzt der Sambesi, sondern an unseren Einsatzschulen, das, was man gemeinhin Brennpunktschulen nennt, ist die Hauptherausforderung, wie schaffe ich länger als 4 oder 5 Minuten die Aufmerksamkeit auf einem Thema zu halten. Und das habe ich da sehr schnell herausgefunden. Also obwohl ich mich nur um eine kleine Gruppe von Schülern gekümmert habe, habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich da mit meinem ursprünglichen Ansatz, der natürlich total so gut durchdacht war und alles, ich habe mir also genau überlegt, wie ich das jetzt erkläre, keine Chance hatte. Und die große Kunst, ich weiß auch nicht, ob ich ein guter Fellow wäre. Ich kann hoffentlich dafür sorgen, dass unsere Organisation gute Fellows an Schulen bringt. Aber ich habe da gemerkt, wie wichtig es ist, im entscheidenden Moment gut zu reagieren und nicht einfach sein Programm durchzuziehen, weil es mir nicht gelungen ist. Nirgendwo sonst bekommt man so schnell und so ehrlich Feedback wie in einer Schulklasse. Und Sie wissen nach 5 Sekunden, ob der tolle Plan, den Sie hatten, wirklich so toll ist oder vielleicht auch nicht. Und das ist eine sehr harte Erfahrung für viele Fellows, gerade diejenigen unter den Fellows, die die Erfahrung gemacht haben, wenn ich mich richtig dahinter klemme, dann habe ich am Ende auch ein super Ergebnis, scheitern dort. Sie haben es halt mit 15, 20 Menschen zu tun und die verhalten sich nicht nach Lehrbuch oder nach irgendwelchen Theorien, sondern sie müssen agieren. Und
Dass das aber auch gleichzeitig eine unglaubliche Chance ist, persönlich zu wachsen, liegt, glaube ich, auch auf der Hand. Haben Sie das Gefühl, es hat sich was verändert, also dass Sie einen anderen Blick haben auf die Gesellschaft? Also ich habe meinen Blick auf die Gesellschaft ganz bestimmt verändert. Ich muss sagen, dass ich früher eher dazu tendiert habe, zu sagen, Mensch, also das deutsche Bildungssystem ist gar nicht so schlecht. Wir kommen, stehen bei PISA irgendwo in der Mitte. Und wer es schaffen will, der kann es auch schaffen. Also jeder kann von der Hauptschule in die Realschule und von der Realschule ins Gymnasium und so weiter kommen. Und das ist theoretisch auch vollkommen richtig. Die Praxis sieht halt komplett anders aus. Und ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, wenn man ein Elternhaus hat, das einen unterstützt und das einen so ein bisschen gerade in der schwierigen Jugendphase auf Kurs hält. Und wer so etwas nicht hat, der wird in unserer jetzt schon fast zur Bildungspanik neigenden Welt schnell unter die Räder kommen. Und das ist mir so richtig erst jetzt bewusst geworden. Und die Tatsache, dass Deutschland eben auf einem der traurigen vorderen Plätze steht, wenn es um die Korrelation zwischen Chancen oder zwischen Bildungserfolg und sozioökonomischem Hintergrund des Elternhauses steht, die spricht ja auch für sich. Ich habe noch eine finanzielle Frage an Sie. Wie finanziert sich das Ganze denn? Das Finanzierungsmodell ist ein geteiltes. Die Fellow-Gehälter von mindestens 1.750 Euro brutto im Monat werden von der öffentlichen Hand getragen. Die restlichen Kosten, alles was vor allen Dingen für die Betreuung und das Training der Fellows anfällt, wird von uns übernommen und zwar gestützt durch Spendengelder. Spender sind zum einen Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen, die zum einen sagen, ich möchte mich sinnvoll engagieren, ich finde die Idee gut. Aber bei Unternehmen steht auch ganz klar dahinter, wir haben auch Interesse an diesen Fellows, wenn die 2 Jahre hinter sich haben. Weil dass man damit seine Führungskompetenzen im weitesten Sinne schult, liegt ja wahrscheinlich auch auf der Hand. Ist der Erfolg messbar? Zum einen ein wissenschaftliches Gutachten, was man auch auf unserer Homepage herunterladen kann. Da kann man das empirisch sich ansehen. Man muss allerdings auch sagen, es ist ganz schwer im deutschen Bildungswesen messbar wirklich Schülererfolge einer konkreten Person zuzuordnen. Da ist das deutsche Bildungswesen noch nicht und ich weiß auch nicht, ob man so weit gehen möchte, wie das in den USA ist, wo wirklich alle mindestens einmal im Jahr ein standardisierter nationaler Schülervergleichstest durchgeführt wird. Das führt dann zu diesem Teach-to-the-Test-Phänomen, dass Lehrer ihre Schüler dann auf Tests vorbereiten. Aber man kann sehr schöne Einzelbeispiele erkennen und neben dieser empirischen Evaluation, wo eben Schulleiter, Lehrer, Schüler und Fellow-Kollegen befragt wurden, gibt es einen Strauß an tollen Initiativen, die Fellows in den 2 Jahren gestartet haben. Tolle Beispiele von Schülern, für die der Fellow tatsächlich den entscheidenden Unterschied gemacht hat. Und das macht uns besonders froh, die Langfristwirkung unseres Programms, dass nämlich Fellows sich auch nach den 2 Jahren weiter für das Programm einsetzen, zeigt eben auch schon erste Erfolge. Es gibt Social Entrepreneurs unter den Fellows. Ein Beispiel ist Quinoa Bildung, die eine Schule im Wedding gründen, gerade für benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Wie ist das denn eigentlich mit den Lehrern? Wie sehen die denn das Ganze? Wenn ich Lehrer wäre, dann wäre da sicher erstmal eine gesunde Portion Skepsis richtig. Es wird dann aber, glaube ich, jedem Lehrer relativ schnell klar, also A, und das muss man ganz klar unterstreichen, Fellows sind keine Lehrer. Die ersetzen keine Lehrer, die machen auch keinen Vertretungsunterricht oder so etwas, sondern sie sind immer ein zusätzliches Angebot, die Lehrer unterstützen. Es handelt sich aber auch nicht um einfache Workshops, die zur Vorbereitung erfolgen, sondern es ist ein 3-monatiges Trainingsprogramm, aber natürlich mit einem Lehramtsstudium in keiner Weise vergleichbar.